Jo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video. Und damit geht es natürlich wieder rein, back to back in die Manga-Action. Wir sind am Start mit To Blue Vortex mit dem 12. Kapitel und dieses Mal auch richtig mit der Chapter-Review. Gestern haben wir natürlich schon über die Spoiler gesprochen, über die Text-Spoiler, die Rai uns zur Verfügung gestellt hat. Und heute gehen wir rein in das komplette Kapitel. Morgen gibt es dann nochmal die Nachbesprechung. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn das Ganze dann offiziell bei Manga Plus landet. Und wir sprechen heute schon vorab über das ganze Kapitel. Wir haben hier natürlich mehr Kontext, wir haben hier jetzt die Bilder und wissen, wie die Dinge stehen. Von daher lehnt euch zurück, wir werden natürlich auf alles zu sprechen kommen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Baba-mäßigen Support. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, ganz wichtig, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt. Und an dieser Stelle kann es losgehen mit dem Kapitel. Wir gehen rein, let's go. Das Kapitel beginnt mit Boruto, der sich in den Kampf von Sarada und Hideri einmischt und Himawari gerettet hat. Boruto möchte von Konohamaru, dass er sich um Himawari kümmert, damit er vernünftig gegen Hideri kämpfen muss. Hideri greift Boruto nun an, aber Boruto wehrt den Angriff mit seinem Schwert ab und nutzt Windversteck-Durchbruch, um Hideri wegzufeuern. Das ist, by the way, auch ungefähr die gleiche Szene wie damals, als er das bei Naruto getan hat, als er sich dann darauf folgend umbringen wollte. Hideri verschwindet daraufhin zurück in seine Clawmarks und das ist eigentlich ein Move, den er das ganze Chapter lang abzieht. Wir kommen dann auf Kawaki zu sprechen. Kawaki und Delta sind derweil nämlich bei Jura angekommen, also bei der Szene vorher, wo Himawari und Jura gegeneinander gekämpft haben, und Kawaki meint, dass Boruto wieder weg wäre, weil er sich mit einem Raumzeit-Ninjutsu wegteleportiert habe. Delta fragt dann die Sensoreinheit, wo Himawari ist, und ihr wird bestätigt, dass sowohl Team 10 auf dem Rückweg mit einem Verletzten, als auch Himawari schon wieder in Konoha bei Saradas Gruppe ist und Boruto sich ebenfalls dort befinden soll. Kawaki schaut Jura von oben an und fragt sich, was er vorhat, denn er steht da einfach nur rum und beobachtet vermutlich Boruto aus der Ferne. Also, der ignoriert Kawaki und Delta. Ich weiß nicht mal, ob der wirklich bemerkt hat, dass die beiden da sind. Jedenfalls, Kawaki fragt sich, was Jura dort macht. Konohamaru will sich von Boruto nicht sagen lassen und vertraut ihm nicht. Doch Sarada versucht ihn zu überzeugen, da Boruto sie eben gerettet hat. Boruto befiehlt dann Nishi, also diesem anderen Shinobi, dass er auf das Chakra in den Clawmarks achten soll, da sie nicht wissen können, aus welcher der Markierungen Hideri wieder erscheinen würde, aber Nishi will sich auch nicht sagen lassen an der Stelle. Sumire teilt Boruto dann mit, dass Hideris Ziel Sarada ist und er sich nur auf sie konzentrieren würde, und Sarada bestätigt es, da Hideri sie verschlingen und fressen will. Konohamaru realisiert dann, dass Moegi das gleiche passiert sein muss wie Sasuke, dass Sarada davon spricht, dass Sasuke zu einem Baum wurde und Konohamaru ja einige Kapitel zuvor das gleiche Schicksal bei Moegi gesehen hat. Boruto erklärt, dass Hideri aus Sasukes Chakra geboren wurde. Wenn man ihn also vernichtet, wird man die Lösung erlangen, Sasuke wieder befreien zu können. Sasuke würde dabei nichts passieren. Boruto wird allerdings nicht verraten, woher er all diese Informationen hat, und Nishi merkt plötzlich Hideris Bewegung in eine der Clawmarks. Allerdings kommen nun mehrere Clawgrimes aus den Markierungen hervor, sodass es für die Gruppe schwieriger wird, vorherzusagen, wo Hideri erscheinen wird. Boruto vernichtet dann einige Clawgrimes, als Sarada schließlich gepackt wird und Hideri wieder erscheint. Aber Boruto wirft einen Shuriken auf den Clawgrime hinter Hideri, portet sich dann über das Hiraishin-Nojutsu zu den beiden und schmettert Hideri mit einem Rasengan zu Boden. Hideri wird wieder verletzt und verschwindet in die Shinju-Base, wo die vorher eben ihre Konferenz hatten sozusagen. Dort nutzt er die Wurzeln des Baumes um die Base herum
um sich zu regenerieren und taucht schließlich wieder in Konoha auf. Mit seinem Rinnegan lässt Hidari dann weitere Clawmarks erscheinen und Sarada meint, dass Boruto in die Luft fliegen soll, während Sarada Hidari am Boden hält, sodass Boruto ihn mit dem Rasengan vernichten kann, aber Boruto lehnt ab, denn Hidari kann nicht einmal fliegen. Es bestätigt sich also, dass die Shinju nicht alle die gleichen Fähigkeiten haben. Jura ist vermutlich der einzige von den Vieren, der fliegen kann. Boruto meint, er würde das Uzuhiko Rasengan verwenden, um Hidari zu one-shotten. Uzuhiko macht sich die Kraft des Planeten zu eigen. Dieses Rasengan nutzt also das Chakra des Planeten. Boruto erklärt, dass Uzuhiko kein Limit hätte. Es sei also nur eine Frage der Zeit, wie lange er den Angriff vorbereiten könne. Boruto muss dafür auf dem Boden bleiben und sich sozusagen aufladen, während die anderen ihm Zeit verschaffen können. Also das ist auf jeden Fall ziemlich eindrucksvoll. Das ist sowas von overpowered. Man kann also jetzt im Endeffekt sagen, dass Borutos Kräfte oder Stärke einfach die eines Planeten gleichkommen oder vielleicht sogar unendlich sind, wenn man seinen Worten Glauben schenken darf. Es ist halt nur eine Frage der Zeit. Wie lange kann er sich aufladen? Wie lange kann er das Planetenchakra aufladen, um dann eben so ein Uzuhiko Rasengan des Todes rauszuhauen? Also das ist ja wirklich unglaublich. Des Weiteren sehen wir dann natürlich auch in der Ausführung, dass das Uzuhiko Rasengan vor ein paar Kapiteln beim ersten Einsatz gegen Code vermutlich nur eine ganz, ganz leichte Version davon war, weil Boruto sich ja überhaupt nicht aufgeladen hat. Zumindest haben wir das nicht gesehen. Von daher hat Code nur die Schwingungen des Planeten gespürt und war so ein bisschen wie, als wenn er 50 Bier gesoffen hätte, dementsprechend also verkatert und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Das hat Boruto dann deaktiviert und letztendlich ist Code nochmal davon gekommen, aber den absoluten Tornado, wie in diesem Kapitel hier, hat Code ja nicht zu spüren bekommen und hätte sich Boruto in diesem Kapitel hier vielleicht noch ein wenig länger aufgeladen, dann wäre Hidari wirklich geone-shottet worden mit dem halt, was gleich noch passiert. Konohamaru sorgt dann endlich dafür, nicht unwichtig zu sein und hält Hidari davon ab, zu Boruto und Sarada zu gelangen, indem er eine große Windbarriere erzeugt. Er sagt hierbei, dass er selbst entscheiden will, was er tut. Hidari kommt dann aber doch an Sarada ran und will sie mit sich nehmen, doch Sarada nutzt ihr Chidori Nagashi, um Hidari abzuwehren. Sie wirft ihn daraufhin auf Boruto zu, der zwar noch nicht ganz bereit war, aber sein Uzuhiko Rasengan schließlich einsetzt und Hidari fast vollständig zerfetzt. Also das waren ja hier nur wenige Sekunden. Wenn er also länger das Ganze aufgeladen hätte, dann wäre Hidari wirklich absolut Geschichte gewesen. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir im weiteren Geschehen mal wirklich einen aufladenden Boruto sehen, der da mehrere Stunden, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall eine längere Zeit dieses Uzuhiko Rasengan vorbereitet und es dann gegen irgendeinen overpowerten Gegner raushaut. Ich denke, dann ist auf jeden Fall Game Over, selbst für so Leute wie Jura oder so. Hidari ist fast komplett erledigt und will über seine Clawmarks fliehen, doch Kawaki kommt hinzu, packt sich Hidaris Überbleibsel so mäßig und vernichtet den restlichen Part von ihm. Daraufhin hinterlässt Hidari eine Art Chakrafrucht, die Boruto an sich nimmt und scheinbar darauf abzielte, diese zu bekommen. Also Boruto wusste schon die ganze Zeit, dass das eben mit Hidari passieren wird, wenn er vernichtet wird. Boruto spricht dann mit Kashin Koji über die Frucht und Koji meint, es gebe keinen Zweifel, was Boruto in der Hand halten würde, ist eine Dornenseele und Koji hat genau so etwas bereits gesehen. Also tippe ich mal darauf, dass entweder Koji alleine oder Koji und Boruto zusammen irgendwie in die Zukunft gegangen sein müssen im Vorhinein über diesen Timeskip hinweg, weil er ja wusste, was zukünftig passiert. Ich denke, da haben wir in den letzten Kapiteln generell schon öfter drüber gesprochen und auch Anhaltspunkte oder Indizien für bekommen einfach, dass die beiden irgendetwas gemacht haben müssen, weil sie sonst eben nicht diese Informationen hätten. Konohamaru, Kawaki, Shikamaru, die fragen sich ja alle, okay, woher weiß Boruto
Boruto so viel. Boruto ist ja nicht nur von Kräften her massiv nach oben gestiegen, sondern auch vom Wissensstand her. Also muss er irgendeine Quelle an Informationen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er über die Zukunft Bescheid weiß oder über potenzielle Zukünfte, dann hat er entweder Zukünfte gesehen, die ihm Momoshiki gezeigt haben könnte. Oder wenn jetzt sogar auch Kashinkoji damit eine Rolle spielt und sagt, dass er etwas von diesen Dornenbällen oder Dornenseelen, diesen Früchten hier, weiß und sie auch schon mal gesehen hat, dann muss er natürlich ja auch in die Zukunft gegangen sein oder etwas davon gesehen haben oder auch Teil davon gewesen sein, also von dieser Reise sozusagen. Es klingt hier auch eher so, als wäre Koji derjenige, der von der Zukunft weiß und nicht Boruto, weil Boruto ja Koji fragen muss, ob das hier die Dornenseele ist, die beiden eben suchen. Wenn er das selber gesehen hätte in der Zukunft, müsste er ihn ja gar nicht fragen. Ich kann mir also vorstellen, dass Koji hier derjenige ist, der vielleicht die Zukunft gesehen hat und Boruto vielleicht nur Visionen von Momoshiki bekommen hat. Aber müssen wir mal schauen. Und es ist auch ganz eindeutig die Zukunft gemeint, weil diese Dornenseelen sind vorher noch nie irgendwie in Erwähnung getreten, also die sind noch nie erschienen. Ein Amado weiß nichts über die Shinju, weswegen er aktuell auch nicht im Fokus steht, weswegen er aktuell zu denen auch nicht viel sagen kann. Deswegen hatten wir auch in den letzten Kapiteln sehr viele Beweise dafür, dass Boruto und Koji Informationen haben, die man eben nur aus der Zukunft haben kann, über jetzt Visionen, über eine Zeitreise, wie auch immer. Aber es muss auf jeden Fall die Zukunft oder irgendeine Art der Zukunft betreffen, weil das natürlich dann auch der Grund war, warum Boruto durch Kashinkoji gelenkt wird, beziehungsweise Boruto dann natürlich auch einen Code warnen wollte, dass er eben gewisse Dinge nicht mit dem Jubi macht, was er dann aber natürlich schon getan hat. Kawaki packt sich dann Boruto und will Antworten haben, aber Boruto sagt nur, dass er diese Seele brauche, um Sasuke zu retten. Er weiß also ganz genau, okay, das ist der Schlüssel, um meinen Meister zu retten. Wenn Kawaki ihn also nicht loslässt, bricht er ihm den Arm. Fand ich auf jeden Fall auch wieder badass. Kawaki will wissen, mit wem Boruto geredet hat, doch Boruto wird plötzlich von einem Laser durchbohrt. Boruto fällt also zu Boden und lässt die Seele fallen. Jura hatte aus der Ferne auf Boruto geschossen und anscheinend auch einen Vitalpunkt getroffen. Sarada will dann die Frucht schnell holen, doch Jura schießt auch Sarada durch ihren Arm und die Frucht fliegt auf direktem Weg zu Jura. Jura ist überrascht, dass Boruto bereits von dem Dornenball oder der Dornenseele wusste und entschließt sich, nur noch Kawaki zu fressen. Boruto ist zu gefährlich und dieser muss stattdessen sterben. Damit endet das Kapitel hier und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass wir im nächsten Kapitel Momoshiki wiedersehen werden. Wenn hier wirklich ein Vitalpunkt getroffen wurde, kann Boruto natürlich nichts machen und steht wieder am Rande des Todes. Kawaki ist jetzt ebenfalls in der Szene mit vertreten. Das bedeutet, die Karma-Resonanz müsste getriggert werden, sollte Kawaki sein Karma mal zücken. Und da Kawaki kräftetechnisch nicht wirklich stark ist über den Timeskip hinweg, muss er das Karma mal einsetzen, was wiederum bedeutet, dass Momoshiki so oder so getriggert werden müsste. Entweder durch das Karma mal, weil Kawaki gerade mit dabei ist, oder dadurch, dass Boruto wieder in Lebensgefahr schwebt. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, Momoshiki wird nächstes Kapitel auftauchen. Also wenn Hidari jetzt wirklich weg vom Fenster ist, dann ist es auf jeden Fall verschwendetes Potenzial. Finde ich echt schade, weil man hat die letzten Kapitel ja einiges um den aufgebaut und ich hatte mir auch ein bisschen was von dem versprochen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt durch dieses Kapitel gehen wir mal wirklich davon aus, dass er nicht wiederkommen wird, habe ich wieder so ein bisschen den Anfangsgedanken. Damals habe ich nämlich gedacht, okay, aus denen wird man nicht so viel machen. Das werden nur Übergangsgegner sein. Die werden nur vorübergehend am Start sein und vermutlich dazu da sein, um Kawaki wieder stärker zu machen. Und jetzt, wo wir diese Thematik rund um die Dornenseelen haben, die vermutlich aus jedem dieser Shinju hervorgehen, ich kann mir vorstellen, auch wenn Jura besiegt wird, wird er so einen Ball, so eine Frucht hinterlassen, kann ich mir also vorstellen, dass Kawaki so eine Frucht zu sich nehmen wird, weil er muss ja stärketechnisch wieder diese Lücke zu Boruto füllen.
Boruto ist ja viel stärker als Kawaki aktuell. Mit normalem, standardmäßigen Konoha-Training wird er da nicht diese Spanne füllen. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn Boruto da schon absolute Cheat-Codes auf seiner Seite hatte. Ich meine, allein das Uzuhiko Rasengan geht ja schon auf einen Planetenlevel, was Kawaki gar nicht erreichen kann. Das ist ja schon fucking unfair, so mäßig. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Früchte dazu da sein werden, so ein kleines Plot-Device werden, einfach um Kawaki schlussendlich stärker machen zu können. Und das wiederum nur dazu führt, dass die Shinju-Charaktere vorübergehende Antagonisten sein werden. Das hätte man sich natürlich sowieso denken können, dass das nicht die Main-Antagonisten der Serie sind, aber ich finde es trotzdem schade, weil man zumindest aus Hideri was hätte machen können. Shinjubak und Matsuri interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Das sind die zwei unwichtigeren von den vier. Jura ist noch cool, aber wenn Jura jetzt auch einfach den Move abzieht wie Momoshiki mit Kinshiki damals, dann würde ich das auch wieder etwas lame finden, weil das wieder nur der gleiche Plot wäre. Vielleicht isst er diese Frucht auch gar nicht, aber dadurch, dass er sie jetzt hat, denke ich, wird er sie aufnehmen, wird er sie verschlingen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn er sich jetzt zurückziehen sollte, besteht vielleicht die Möglichkeit, dass Hideri wiederhergestellt werden kann. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er das tut, weil er ja hier bleiben will, um Boruto zu töten. Auch ein Code, der ja aktuell nicht wirklich eine Rolle spielt und sich erstmal zurückgezogen hat, könnte von diesen Früchten profitieren. Das heißt, wenn die Shinju beseitigt sind, kann er sich natürlich auch wieder eine Frucht aneignen und an Stärke dazu zugewinnen. Also, wo man eine Tür zumacht bei zum Beispiel Hideri, macht man wiederum zwei Türen auf bei Kawaki und Code, da diese Charaktere sich an den Früchten, an diesen Dornenseelen bereichern könnten. Sie könnten diese Kraft erlangen und dadurch natürlich wieder stärker werden. Ich gehe ja auch davon aus, dass Kawaki nicht möchte, dass Boruto Sasuke wieder befreit, weil ihm dadurch natürlich Kontrolle fehlt, was man ja sowieso aktuell merkt. Am Ende von Part 1 hatte Kawaki sehr viel Kontrolle und jetzt verliert er diese immer mehr. Vor allem, weil jetzt auch alle Charaktere sehen, was Boruto für die Charaktere in Konoha tut. Von daher, genau wie Damon es mal meinte, das Kartenhaus, das sich Kawaki erbaut hat, droht zu zerfallen. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass er nicht nur kräftetechnisch davon profitiert, so eine Frucht zu sich zu nehmen später, sondern dass er Boruto dadurch auch die Kontrolle wegnimmt, Sasuke wieder zurückzuholen. Kommen wir kurz nochmal auf Koji zu sprechen. Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass nicht Boruto derjenige ist, der in die Zukunft gesehen hat oder generell in die Zukunft gereist ist, weil er sich schon an sehr vielem orientiert, was Koji ihm sagt. Wenn man das nochmal Revue passieren lässt, wird man feststellen, dass die Informationsquelle von Boruto Koji ist und Koji Dinge gesehen haben muss oder auch nochmal eine Quelle hat. Von daher bin ich gespannt, wie das aufgelöst wird. Ob Koji wohl eine Reise in die Zukunft gemacht hat, ob er Dinge gesehen hat oder ist das vielleicht sogar gar nicht der gegenwärtige Koji, sondern ist das vielleicht sogar ein Kashin Koji aus der Zukunft? Das wäre ja auch eine abgespacede Idee. Könnte man ja vielleicht auch machen, weil dann wusste er aus der Zukunft ja schon, wie Dinge kommen und wusste auch schon, wie er sich mit Boruto quasi connecten soll. Wenn ich so genauer drüber nachdenke, dann macht das auch viel mehr Sinn, wenn es ein Koji aus der Zukunft wäre, weil der ja über alles Bescheid wissen würde, als ein gegenwärtiger Kashin Koji, der theoretisch als Figur aktuell nicht so wirklich zu gebrauchen wäre. Also es müsste auf jeden Fall mehr erklärt werden, wenn es der gegenwärtige Kashin Koji ist, aus unserer Zeit sozusagen, dass er alles Boruto so beibringen kann und dass er von allem weiß oder dass er Boruto mit Informationen versorgen kann. Wenn es aber ein Kashin Koji aus der Zukunft ist, weiß er das alles schon und dann braucht es oder bedarf es keiner Erklärung diesbezüglich. Von daher denke ich, dass das gar nicht so abwegig ist. Also mal sehen, wie es kommen wird. Also, Fazit zu dem Kapitel. Ich fand es ganz gut, muss aber sagen, hat auch definitiv seine Schwächen in Bezug auf Hideri. Ich finde das sehr schade, dass man hier
eine Tür schließt, wiederum andere Türen öffnet in Bezug auf diese Dornenseelen. Das bringt natürlich neue Möglichkeiten auf. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber wenn die Shinju jetzt nur übergangstechnisch genutzt werden und nicht wirklich für sich selber stehen können, dann würde ich das sehr schade finden. Hätte man natürlich anfangs mit rechnen können, habe ich auch, aber dadurch, dass wir Setup in den letzten Kapiteln bekommen haben und sich das so ein bisschen hinausgezögert hat, habe ich schon die Vermutung bekommen, okay, man wird die jetzt mehr nutzen, nur um wiederum dann doch zu zeigen, hey, wir nutzen die gar nicht so lange. Also wenn es denn der Fall ist, ne, müssen wir mal schauen. Und wenn sich Jura zurückziehen sollte, dann könnte es vielleicht der Fall sein, dass Hidari doch wiederkommt, weil er dann ja nicht chillig in seiner Base die Frucht zu sich nehmen wird, sondern vermutlich auf dem Schlachtfeld vor Ort, um Boruto zu töten. Vielleicht sehen wir beim nächsten Mal eine Transformation von Jura, genauso wie bei Momoshiki und Kinshiki. Ich frage mich, wo die anderen beiden Shinju sind. Die sind bisher noch gar nicht aufgetreten, was für mich ja eigentlich bedeutet, dass man hier noch nicht das große Finale plant mit den Shinju. Also vermutlich da nochmal der Rückzug angetreten wird von Jura. Aber er hat halt jetzt hier gesagt, dass Boruto sterben soll. Von daher gehe ich ja mal davon aus, dass er sich darum auch kümmern wird, dass das eintreten wird und nicht einfach abhauen wird. Lasst mir gerne alles weitere unten in den Kommentaren da. Wie fandet ihr das Chapter? Was denkt ihr wird eintreten? Und dann natürlich einen Daumen nach oben für den Support. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr kennt das Spielchen. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr zukünftig nichts mehr zu Boruto verpassen wollt. Und damit bin ich raus für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!